Viele Jahre sind vergangen, seit der Sign mich oder F-Mail. Auf einmal ging es richtig schnell rein in diese Businesswelt. Am Anfang ging's bloß um Punchlines und Flows. Mittlerweile hab ich mir endlich meinen Anteil geholt. Seit ich eins in den Charts war, ist jedes Preisschild bezahlbar. Mein Umsatz ist nach oben offen, wie ein Freilichttheater. Ich ziere Zeitschriftencover. Doch steig in den Wagen und verlass zeitig am Abend die Society-Gala. Weil die Breitling am Arm sagt, dass ich leider keiner der Zeit für das Geschleime und Gelaber dieser vermeintlichen Stars hab. Da meinen Typen, die niemals Rap-Fans gewesen sind, von Jack Daniels benebelt, dass wir Best Friends fürs Leben sind. Typen, die früher bloß die Nase gerümpft hätten. Heute können sie jeden Part von mir mitrappen. Ich sag verpackt euch und scheiß drauf, wie ich rüberkomm. Denn meine Crew sind die gleichen Jungs wie früher schon. Ich häng schon damals mit den gleichen Jungs wie heute. KNF, keine neuen Freunde. Keine neuen Freunde. Keine neuen Freunde. Ich häng schon damals mit den gleichen Jungs wie heute. KNF, keine neuen Freunde. Keine neuen Freunde. Keine neuen Freunde. Lange nicht gesehen, bei dir läuft. Auf die guten Freunde, von wem sonst wird man wirklich schwer enttäuscht. Tut mir leid, dass ich nicht weiß, was bei dir geht. Was ich gemacht hab, ist heute überlebt. Mann, und woher soll ich wissen, dass die Sonne dich vergisst, Junge? Denn ein tiefschwarzer Schatten lauert selbst auf meinem Weg. Doch du hast selbst Probleme. Und ich hab selbst Probleme. Doch es sind nicht dieselben Probleme. Und es wäre naiv zu denken, dass wir das verstehen. Die Zeit zerschneidet wie eine heiße Klinge auf das Band zweier Brüder. Und nur alle paar Jahre kommen wir wieder auf die guten Freunde. Ich ging schon damals mit den gleichen Jungs wie heute. KNF, keine neuen Freunde. Keine neuen Freunde. Keine neuen Freunde. Ich häng schon damals mit den gleichen Jungs wie heute. KNF, keine neuen Freunde. Keine neuen Freunde. Keine neuen Freunde. Andere Rapper sind seit Jahren nicht mehr relevant. Wollen sich an mir hochziehen, ich strafe sie mit Ignoranz. Dissen mich im Internet, Draufgänger-Style. Für dieses ständige Gebette nach Aufmerksamkeit. Lächerlich, machen zwei Alben pro Jahr. Die Kohle, die da reinkommt, mach ich mit zwei Festival-Gigs. Und plötzlich haben alle Fitnessprogramme. Stalk mal weiter meine Pics und bin nur Gequatsche und Gelästere. Ja, yeah, ich hab echt massenhaft Interesse für dich ab. Bitte Kaffeeklatsch-Prinzessin. Ich hab andere Probleme, zum Beispiel, wie krieg ich 100.000 Cash zwischen Wandschrank und Tapete? Viel zu viele Cashflows, wohin mit dem Geld? Viel zu viele Fans, sie warten unten vorm Hotel. Fotos hier, Fotos da, sie folgen mir stetig. Rap-Superstar, ein goldener Käfig. Schattenseite des Rap-Fames. Ich hör von draußen dumpfe Crowd-Geräusche, sitz im Backstage, lad ein Instagram-Bild hoch, Hashtag BossLife. Und muss wieder auf die Stage, wieder ins Spotlight.